Hallo, liebe Deutschlernende. Mein Zimmer sieht gerade nicht so aufgeräumt aus, wie es normalerweise ist, wenn ich Videos mache. Hier liegen Ordner auf dem Boden und auch wenn ich rausgehe, liegen hier sehr viele Sachen auf dem Flur. Und das liegt daran, dass ich jetzt sehr viele Dinge verkaufe. Ja? In diesen Kisten sind Bücher und andere Gegenstände, die ich verkaufe. Und ich werde sie auf Masse verkaufen. Das heißt, ich werde sehr viel auf einmal verkaufen, weil ich das Ziel habe, nur noch sehr wenige Dinge zu besitzen. Ja, ich möchte sehr wenig nur besitzen, um mobiler zu sein. Ja, ich fliege jetzt nach Vietnam und ich möchte eigentlich fast alles mitnehmen, was ich besitze. Ja, und all diese Bücher hier, ja, all diese Bücher, die kann ich nicht mitnehmen und deshalb werde ich sie verkaufen. Und ja, und dann werden alle meine Besitztümer in einen Rucksack und einen Koffer passen. Hoffentlich. Ja, das ist mein Ziel. Mein Ziel ist es, dass alle meine Besitztümer in einen großen Koffer passen. Ja, vielleicht sogar auch in einen kleinen. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt sehr viele Gegenstände los. Ich werde jetzt sehr viel verkaufen und das Gefühl, was ich dabei habe, ist eigentlich auch ein Gefühl von Befreiung. Ja, es ist sehr befreiend, ganz viele Gegenstände loszuwerden und nicht mehr sich Gedanken machen zu müssen darüber, was ich jetzt noch damit mache oder wie ich das mitnehmen kann und so weiter. Ne? Wenn ich nur einen Koffer habe, dann kann ich auch ganz einfach von einem Ort zum anderen. Ja? Ich kann ganz einfach von einem Ort zum anderen gehen, wenn ich nicht viel besitze, was ich mit mir rumschleppen muss. Ja? Wenn ich nicht viel besitze, was ich mitnehmen muss. Ja? Deswegen herrscht hier gerade sehr viel Aufbruchstimmung bei mich, ja, bei mir. Ich bin sehr aufgeregt. Ich freue mich sehr darauf, die Welt zu entdecken. Und ein paar von euch haben geschrieben und haben gesagt, Marco, was ist dann, wenn du nach Vietnam fliegst, machst du dann immer noch weiter? Natürlich, ja, es geht immer noch weiter und es wird sogar besser. Ja? Keine Sorge, die Authentic German Learning Academy bleibt weiterhin bestehen. Ich mache weiterhin Videos und ich mache eventuell sogar mehr Videos. Ja? Mein Ziel ist es, einmal Geld zu sparen, um mehr in Authentic German Learning investieren zu können und auch weniger Ablenkungen zu haben. Ja? In Vietnam werde ich viel weniger Ablenkungen haben. Darauf freue ich mich schon. Und ja, ein Teil der Ablenkung ist es auch, all dieses Zeugs zu haben. Ja? All dieses Zeugs, das brauche ich nicht mehr, das lenkt mich nur ab. Und ich freue mich darauf, nur noch das Wesentliche, was ich wirklich brauche, zu besitzen und nicht mehr abgelenkt zu sein und weiterhin fleißig für euch Deutschlernmaterial zu produzieren. Ja? Das ist mein Ziel. So sieht es aus. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal hier ein Video mache, weil jetzt sieht es ein bisschen unordentlich hier aus. Deshalb habe ich seit einiger Zeit keine Videos mehr mit Untertitel gemacht aus dieser Perspektive hier. Ja, normalerweise habe ich diese Perspektive, weil ich nämlich meine Kamera auf das Stativ hier stelle und ich habe diese Lampen hier. Aber
Diese Videos mache ich dann wieder, wenn es ein bisschen aufgeräumter hier ist. Das gehört alles zur Reisevorbereitung dazu. Ja, das gehört dazu, wenn man verreist, dass man seine Sachen ein bisschen in Ordnung bringen muss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast ein paar neue Wörter gelernt und wir sehen uns später. Tschüss!